Ja, ich bin mit 17 Jahren in die Junge Union und die CDU in Hamburg eingetreten, weil ich mich für Politik interessiert habe, weil ich wissen wollte, wie das politische System in Deutschland funktioniert. Wir waren ja relativ neu in diesem Land, 6 Jahre, also mit 11 Jahren gekommen, mit 17 Jahren in die Politik eingetreten. Und ich hatte nicht den Plan, von Anfang an selbst Politiker zu werden. Ich wollte es gar nicht. Nach und nach hat es aber so viel Interesse geweckt, dass es einfach dazu kam, dass ich auf kommunaler Ebene in Hamburg in der Bezirksversammlung selbst aktiv geworden bin, in der Jugendorganisation der Jungen Union selbst in Ämter gewählt worden bin und vor 2 Jahren, im Jahr 2011, bei den Wahlen zur Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Stadt Hamburg von den Russlanddeutschen in unserer Stadt persönlich als Abgeordneter gewählt worden bin. Es war also nicht so, dass es ein Ziel gab, sondern es war ein langer Weg, und der Weg war das Ziel. Nach 2 Jahren kann man noch nicht hundertprozentig sagen, wie viel man erreicht hat und wie wichtig man ist. Aber ich meine schon, dass in den Gesprächen mit den Menschen viele es für wichtig halten, dass es überhaupt Russlanddeutsche in den politischen Organen, in den politischen Vertretungen in Deutschland gibt. Dass sie wissen, dass es jemanden gibt, der das gleiche Schicksal, die gleichen Erlebnisse wie sie gemacht hat und der deshalb bei politischen Entscheidungen mit einer anderen Perspektive an die Dinge herangeht. Ich hoffe natürlich für jeden in Hamburg da zu sein. 63.000 Menschen aus Russland und den anderen sowjetischen Ländern leben in unserer Stadt. Sie kontaktieren mich mit den verschiedensten Fragen. Bei vielen Menschen kann man ein wenig helfen, bei wenigen Menschen kann man sehr, sehr stark helfen. Ich glaube, je mehr Abgeordnete in den verschiedensten Bundesländern und irgendwann sicher auch im Bundestag es von den Russlanddeutschen gibt, umso stärker wird auch die gesellschaftliche Position und auch Anerkennung der einzelnen Russlanddeutschen. Und dieses Symbol ist vielleicht manchmal wichtiger als die konkrete politische gesetzgeberische Arbeit. Habe selbst als Fremdsprache Englisch als komplett neue Sprache in Deutschland gelernt. Ganz private Erfahrung ist, dass Filme in Originalsprache dort sehr viel bringen. Fernsehen, Fernsehsendungen, Fernsehserien und Filme sind einfach ein sehr natürlicher und einfacher Weg, um zur Sprache zu finden. Und ich kann nur dazu aufrufen, auch selbst für einige Zeit nach Deutschland zu kommen. Ob als Schüler oder als Student, 2 Monate oder 6 Monate in einer anderen Sprachumgebung bringen einfach häufig einen ganz anderen Schub, als wenn man zu Hause oder in Kursen die Sprache lernt. Ich hoffe sehr, dass wir die Bedingungen dafür schaffen, dass die Menschen, die deutscher Herkunft sind und in der Ukraine leben, leichtere, einfachere Möglichkeiten haben, nach Deutschland zu kommen, um diese Wünsche zu realisieren und dass wir die Hürden abbauen können, die im bürokratischen Bereich hier aufgebaut werden.